Kolleginnen und Kollegen, ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 48, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE und der Abg. Öztürk betreffend Schule muss ein geschützter Raum sein, Drucksache 4121 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 50, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend freiwillige Ausreise und Abschiebung ausreisepflichtiger Personen, Drucksache 4130 aus 19, vereinbarte Redezeit 5 Minuten. Und als Erstes hat der Staatsminister Beuth ums Wort gebeten. Ich wollte später reden. Okay. Oh, sorry. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich, bevor ich die Einzelheiten des konkreten Sachverhalts vortrage, eines voranstellen. Der Sachverhalt, über welchen wir heute sprechen, ist ein Einzelfall. Ein Einzelfall bei bislang 1.535 Abschiebungen allein in diesem Jahr. Und die Tatsache, dass es ein Einzelfall ist, zeigt meines Erachtens, dass die Vollzugsbehörden umsichtig und sensibel mit diesem schwierigen Thema umgehen. Ja, es ist richtig. Auch ich hätte mir gewünscht, dass dieser Einsatz nicht notwendig geworden wäre. Ich hätte mir gewünscht, dass die Mutter und ihre Tochter, die seit 2014 ausreisepflichtig sind, die Angebote zur freiwilligen Ausreise, das letzte nach meinem Kenntnisstand aus dem Juni dieses Jahres, angenommen hätten. Eine Abschiebung ist per se immer das letzte Mittel, immer Ultima Ratio, denn die Aufforderungen, das Bundesgebiet zu verlassen, wurden vom Ausreisepflichtigen bewusst und mehrfach ignoriert. Ich weiß nicht, warum die Mutter den Aufforderungen zur Ausreise nicht nachgekommen ist. Ich weiß nicht, ob sie davon ausging, dass die Aufforderungen ohne Folgen bleiben würden, ob der Staat seine Entscheidungen nicht wirklich durchsetzen wird. Was ich weiß, ist, dass ihr deutlich gemacht wurde, was die Folge ist, wenn sie ihrer Ausreisepflicht nicht nachkommt. Ich hätte mir im vorliegenden Fall auch gewünscht, die Mutter hätte ihrer Tochter diese sehr einschneidende Erfahrung erspart. Nun aber die Verantwortung hierfür den Vollzugsbehörden zuzuschieben, meine Damen und Herren, ist völlig unangemessen. Unbestritten ist es so, dass der Vollzug von rechtsstaatlichen Entscheidungen im Einzelfall nicht immer einfach ist, weder für die Betroffenen, noch für diejenigen, die sie vollziehen müssen, noch für diejenigen, die sie miterleben müssen. Aber es ist das Wesen eines Rechtsstaates, gegebenenfalls auch unangenehme Entscheidungen durchzusetzen. Nun zunächst zum konkreten Sachverhalt, wie er mir berichtet wurde, wobei ich um Verständnis bitte, dass ich zu Einzelheiten des Asylverfahrens aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Angaben mache. Am 22.11. wurde durch die Zentrale Ausländerbehörde in Gießen ein Sammelcharterflug vom Flughafen Frankfurt durchgeführt, um vollziehbar ausreisepflichtige Personen mit serbischer Staatsangehörigkeit wieder nach dort zurückzubringen. Im Rahmen dieser Sammelabschiebung wurde auch eine Frau mit ihrer 16-jährigen Tochter aus dem Bereich Mittelhessen abgeschoben, welche seit 2014 ausreisepflichtig sind. Die hessische Polizei versucht grundsätzlich, eine abzuschiebende Familie in den frühen Morgenstunden in ihrer Wohnung aufzusuchen, denn dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass noch alle Familienmitglieder gemeinsam angetroffen werden. So wird erreicht, dass eine geordnete und gemeinsame Abreise erfolgen kann. Die in Vollzugshilfe für die zuständige Ausländerbehörde eingesetzten Polizeibeamten haben diesen Grundsatz auch in dem in Rede stehenden Sachverhalt angewandt. Nachdem die Polizei die betroffenen Personen am 22.11. gegen 6.15 Uhr nicht in ihrer Wohnung bzw. in der Unterkunft antreffen konnten, wurden weitere mögliche Aufenthaltsorte erfragt und ermittelt.
Hierbei kam auch die Wohnanschrift eines Verwandten der Betroffenen in Betracht, in der die ebenfalls betroffene Mutter letztendlich gegen 7.20 Uhr angetroffen werden konnte. Die Mutter berichtete den Beamten, dass ihre Tochter bereits auf dem Wege zur Schule sei. Da die Beamten weiterhin in der Einsatzmaßnahme mit der Mutter eingebunden waren, wurde eine weitere Polizeistreife in die Schule entsandt. Die Entsendung der Streife sowie deren Anliegen wurde der Schule vorab telefonisch zur Kenntnis gegeben. Die Polizeibeamten trafen gegen 8.15 Uhr in der Schule ein und begaben sich umgehend, ohne den Bereich der Klassenräume zu betreten, in den Verwaltungsbereich der Schule. Die Polizeibeamten informierten noch einmal persönlich die Schulleitung über die beabsichtigten Maßnahmen und baten, die betroffene Schülerin durch das Schulpersonal aus der Klasse zu holen. Diesem Anliegen wurde entsprochen und die Schülerin im Beisein der Klassenlehrerin, einer weiteren Schulkraft aus der Klasse geholt und zum Sekretariat gebracht. Auf Nachfragen des Schulleiters hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Maßnahme wurde direkt ein telefonischer Kontakt mit dem Staatlichen Schulamt aufgenommen und von deren Seite die Rechtmäßigkeit der Maßnahme bestätigt. Nachdem der betroffenen Schülerin eine Verabschiedung von ihren Freundinnen und dem anwesenden Schulpersonal ermöglicht wurde, erfolgte die Abfahrt nach Friedberg, um die Tochter mit ihrer Mutter zusammenzuführen. Wie auch das Schulamt dem Hessischen Kultusministerium gegenüber angab, handelten die Beamten mit großem Fingerspitzengefühl. Meine Damen und Herren, ich habe es eingangs erwähnt. Es handelt sich um einen Einzelfall, einen Fall, den es, wie Sie gerade gehört haben, grundsätzlich zu vermeiden gilt. Aber ich möchte auch betonen, es handelt sich nicht um eine geplante oder zielgerichtete Abschiebung aus der Schule. Vielmehr wurde die 16-jährige Schülerin hier im konkreten Einzelfall aus der Schule geholt, um eine Rückführung im Familienverbund der uns obliegenden Wahrung der Familieneinheit zu gewährleisten. Zudem bestand wohl Grund zu der Annahme, dass die Familie nun in Kenntnis der bevorstehenden Vollzugsmaßnahmen untergetaucht wäre. Meine Damen und Herren, zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich nach jetzigem Kenntnisstand dem mir vorliegenden Informationen im vorliegenden Fall kein Fehlverhalten der Behörden erkennen kann, und ich werde Sie nicht dafür kritisieren, dass Sie Ihre Arbeit verrichten. Eine Abholung in der Schule ist dennoch ein absoluter Einzelfall, und es wird auch zukünftig stets versucht werden, dies zu vermeiden. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass nach meinen Informationen beispielsweise das Land Thüringen genau die gleiche Vorgehensweise, welche die Polizei hier gewählt hat, per Erlass für die Abholung aus Schulen zum Zwecke der Abschiebung geregelt hat. Dies lässt zumindest darauf schließen, dass sogar in Thüringen ein solcher Einzelfall nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Ich denke, Sie können an der Sachverhaltsschilderung erkennen, dass sich die eingesetzten Beamten der sensiblen Situation durchaus bewusst waren und sie mit Einfühlungsvermögen agiert haben, so gut das eben geht bei dem Vollzug einer Zwangsmaßnahme. Und genau davon reden wir hier, von einer Maßnahme, die vom Staat mit Zwang durchgesetzt werden muss, weil der, den sie betrifft, seinen Pflichten nicht nachgekommen ist. Ich hätte mir sehr gewünscht, die Mutter hätte zum Wohle ihrer Tochter verantwortungsvoller gehandelt und wäre ihrer Pflicht zur Ausreise nachgekommen. Sicher wäre es schöner gewesen, die Tochter hätte sich von ihren Klassenkameraden geordnet und geplant verabschieden können. Die Möglichkeit dazu bestand, und sie bestand lange. Leider hat ihre Mutter sie nicht in Anspruch genommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Erster spricht Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Erstmals in Hessen wurde am Dienstag dieser Woche eine 16-jährige Schülerin vormittags aus dem Unterricht geholt und direkt abgeschoben. Und wenn man den Beitrag des Herrn Innenministers jetzt einmal hört, dann
sollten wir wohl den Eindruck gewinnen, das sei alles so in Ordnung, wie es passiert ist. Ich denke, es geht nicht darum, diesen Vorgang zu diskutieren aus innenpolitischer Sicht, wobei ich auch der Auffassung bin, dass die Verantwortung für Fehlinformationen, für Unterstellungen, dass die Familie untertauchen wolle oder untergetaucht wäre, beim Regierungspräsidium und bei den Verantwortlichen dort zu suchen sind. Ich bin aber der Meinung, dass wir darüber diskutieren müssen, was dieser Vorgang oder besser gesagt dieses Drama vor Ort an nachhaltiger Traumatisierung bei Mitschülerinnen, Mitschülern, Lehrerinnen und Lehrern an dieser Schule ausgelöst hat. Das ist die Diskussion, um die es uns heute auch geht und weshalb wir diesen dringlichen Entschließungsantrag vorgelegt haben. Die Kernfrage ist doch die, ist die Schule ein geschützter Raum für Schülerinnen und Schüler, oder ist sie das nicht? Und diese Frage muss meiner Ansicht nach heute beantwortet werden, im Übrigen nicht nur vom Innenminister, sondern ich erwarte auch Antwort vom Kultusminister. Ich erwarte im Übrigen Antwort vom Kultusminister, inwieweit die Aussage des Schulamtes gegenüber dem amtierenden Rektor der Schule, er müsse hier Amtshilfe leisten, zutrifft und ob er diese Auffassung teilt. Ich erwarte in der Tat auch vom Kultusminister eine Antwort darauf, wie er sich es denn vorstellt, dass wir gemeinsam die Meldepflicht abgeschafft haben für Schüler, die nicht sozusagen legal registriert sind, und ob er weiter der Meinung ist, dass auch Kinder aus Familien mit unsicherem Aufenthaltsstatus die Schule besuchen sollen, und zwar ohne Angst und Gefährdung durch staatliche Stellen, meine Damen und Herren. Weil das steckt in dieser Debatte drin. So. Welche Wirkung hat dies auf Flüchtlingskinder vor Ort, dieses Verhalten auf Flüchtlingskinder vor Ort? Es hätte noch viel schlimmer kommen können, sagt der Innenminister. Die sind ja mit Bedacht vorgegangen. In der Tat. Ich teile die Auffassung, es hätte noch viel schlimmer kommen können. Aber das ist kein Beleg dafür, dass man dies jetzt so rechtfertigen kann. Und die Version, die aus dem Regierungspräsidium von den Verantwortlichen kommt, denen es lediglich daran gelegen war, sozusagen ihr Flugzeug vollzukriegen an diesem Tag, auch teilen muss. Doch, doch, genau darum ging es. Eine Familie, die untertauchen will, meine Damen und Herren, die schickt ihre Kinder nicht in die Schule an dem Tag, und die weist auch die Polizisten nicht darauf hin, dass sie gerade in der Schule ist, ja, um sie dann abholen zu können. Das ist doch absurd, ja, diese Behauptung. So. Die Lehrerinnen und Lehrer, lesen Sie es mal nach, lesen Sie es mal nach in der örtlichen Presse, die Lehrerinnen und Lehrer beschweren sich nachhaltig darüber, dass es eine Verunsicherung an dieser Schule gibt, und das strahlt gerade aus. Also ist die Schule nach wie vor ein wichtiges soziales Umfeld, das gerade für Flüchtlingskinder von besonderer Bedeutung ist. Müssen wir dies nicht erhalten? So, ist die Schule ein Ort des Vertrauens, und ist sie ein geschützter Raum? Das sind die Fragen, die hier in diesem Zusammenhang von der Landesregierung und insbesondere vom Kultusminister beantwortet werden müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rentsch für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin zunächst einmal dem Innenminister dankbar, dass er den Sachverhalt hier noch einmal erklärt hat. Aber ich glaube, und das ist, glaube ich, parteiübergreifend so, mit so einer Situation kann niemand zufrieden sein. Denn völlig klar ist, dass sowohl für die Familie selbst sowohl für die Familie selber und das junge Mädchen als natürlich auch für die Schulgemeinschaft das ein einschneidendes Erlebnis ist. Ich sage das deshalb, weil ich, ohne das weiter auszuführen, im privaten Umfeld eine ähnliche Situation in einem anderen Land mitbekommen habe.
Da war es leider so, dass die Polizei nicht sensibel vorgegangen ist und die Abschiebung direkt aus dem Klassenzimmer stattgefunden hat. Das Mädchen ist mitgenommen worden, war auch dort ein Mädchen. Das ist natürlich etwas, was an niemanden spurlos vorübergeht. Aber so eine Geschichte, so eine Situation hat immer zwei Seiten. Und, Herr Schaus, ich will zwei Bemerkungen zu Ihrer Rede machen. Erstens. Ich glaube, dass es auch für viele Polizistinnen und Polizisten keine einfache Situation ist, solche Situationen durchzuführen. Und zum Zweiten, und da will ich Ihnen ausdrücklich für die Freien Demokraten widersprechen, Schule kein rechtsfreier Raum ist. So schmerzhaft und so schwierig diese Situation ist. Ja, aber Herr Schaus, was ist denn Ihre Überlegung eines geschützten Raumes? Bedeutet das, dass in einem geschützten Raum Recht nicht angewendet wird? Und ich muss sagen, da widerspreche ich Ihnen. Das halte ich für eine auch rechtsstaatlich nicht haltbare Position. Aber ich will zu einem anderen Punkt kommen, warum wir eigentlich über dieses Dilemma heute diskutieren. Und ich glaube, das ist ja etwas, was der Innenminister selber zu Recht kritisiert hat. Das Problem ist doch, dass die Verfahren so lange dauern, dass die Integration dieser Menschen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben und bekommen, wie in diesem Fall ja sichtbar, sich anfangen zu integrieren. Das Beispiel ist doch ein Paradebeispiel dafür. Wer 2014 einreist und 2,5 Jahre später ausreist, mit einem Mädchen in dem Alter, was mit 13,5, 13 hergekommen ist, und in die Schule geht, und richtigerweise, ist doch völlig klar, dass Integration und eine Gewöhnung an die Gesellschaft stattfindet. Und Herr Schaus, ich glaube, dass es so ist, dass diese Familie nicht mehr damit rechnen irgendwann, dass man zwar irgendwie davon ausgeht, dass es auch Angst gibt, aber dass man irgendwann sich an diese schwierige Situation gewöhnt. Und deshalb, da bin ich auch anderer Auffassung als Sie, haben wir alle ein großes Interesse, dass diese Verfahren schneller abgewickelt werden müssen, weil das ein unhaltbarer Zustand ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb, ja, wir können den Menschen, meine Damen und Herren, wir können den Menschen keine Hoffnung machen, die zum Schluss keinen Anspruch darauf haben, rechtlich hier zu bleiben. Das mögen Sie anders sehen, ja, weil unsere Gesetze, das, was Sie, Herr Kollege van Ooyen, das muss ich sagen, dass Sie das sagen als Parlamentarier. Wenn wir als Parlamentarier nicht mehr an Recht und Gesetz glauben und an Gesetze, die wir verabschieden, wer soll es denn dann machen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Dann müssen Sie die Gesetze ändern. Das kann Ihre Position sein. Aber zurzeit müssen wir das vollziehen, was Recht und Gesetz ist. Und deshalb ist das, was Kollege Rock bei uns immer sagt und auch Richtung des Sozialministers sagt, so wichtig, dass wir z.B. von Landesseite auch nur noch an die Kommunen die Menschen zuweisen, die eine Bleibeperspektive haben. Es macht doch keinen Sinn, den Apparat der Integration, wo sich ja viele Tausende von Menschen bemühen, Menschen in diesem Land zu integrieren, die aus anderen Kulturkreisen kommen, anzuwerfen, diesen Apparat, wenn es zum Schluss solche Situationen gibt, wie wir sie hier wieder haben. Und letztendlich ist dieses persönliche Schicksal, und das ist es definitiv, da gibt es nichts drum herum zu deuten, was in keiner Weise akzeptabel ist. Und ich glaube, hat der Innenminister gesagt, was auch ein Einzelfall bleiben muss, aber trotzdem nur ein Symptom für die falsche Struktur, die wir in Deutschland in dieser Frage haben. Wir müssen die Verfahren beschleunigen. Ansonsten wird es leider immer wieder zu solchen absolut inakzeptablen Situationen kommen. Und das muss der Anschluss, ja doch, Herr von Ooyen, das muss so sein. Ja, nein, das können Sie fordern. Aber solange, bis die nicht abgeschafft sind und Sie keine Rechtsgrundlage dafür geschafft haben, erwarte ich als Liberaler, dass in Deutschland Recht und Gesetz angewendet werden. Das ist der Unterschied zwischen einer Bananenrepublik und dem, was wir hier haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das muss unser Ziel sein. Und deshalb, Herr Innenminister, wir sollten trotzdem alles dafür tun, dass es ein Einzelfall bleibt und dass wir nicht wieder eine solche Debatte hier in diesem Haus über ein solches Schicksal führen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Wallmann, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, nein, Entschuldigung, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns heute hier alle in einem Punkt einig. Eine Abschiebung ist immer für die Betroffenen eine hochgradig emotional belastende Situation, eine Ausnahmesituation, in der lang gehegte Hoffnungen auf ein Bleiberecht, auch einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland zerbrechen.
Und diese Betroffenheit möchte ich ausdrücklich, das hat Kollege Rentsch eben auch getan, das ist mir aber persönlich auch für die CDU-Fraktion sehr wichtig, dies noch einmal ausdrücklich zu erklären, ausdrücklich die mit einbeziehen, die eine Abschiebung anordnen und durchführen müssen, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ausländerbehörden und auch die Polizei. Diese Personen sehen sich ja nicht nur mit den eigenen Emotionen in diesen Ausnahmesituationen konfrontiert, sondern natürlich auch noch mit denen, die sie abschieben müssen. Das ist eine belastende Situation, und das lässt doch keinen Fall, so wie auch dieser Fall keinen von uns kalt lässt. In der Debatte dürfen wir aber ein paar Fakten, die auch der Staatsminister Beuth eben noch einmal ausgeführt hat, nicht außer Acht lassen. Der Asylantrag ist 2013 gestellt worden, dann Folgeanträge 2014 und 2015. Alle wurden abgelehnt. Die Ausreisepflicht bestand also seit 2014. Und somit wussten die Betroffenen natürlich, dass sie Deutschland verlassen müssen. Und die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise, und das sage ich, haben sie leider verstreichen lassen. Ihnen war am Schluss doch aber auch klar, dass gegebenenfalls die Ausreise zwangsweise durchgesetzt werden muss. Denn wir leben in einem Rechtsstaat, und Bundesgesetze müssen umgesetzt werden. Und ein Punkt, finde ich, ist in dem Sachverhalt auch wichtig, um welches Land wir reden. Es ging um die Rückführung nach Serbien in ein inzwischen auch als sicheres Herkunftsstaat erklärtes Land. Im konkreten Fall, das ist, wenn man sich die Presseberichterstattung angeschaut hat, mir auch noch einmal wichtig, heute hier zu betonen, vielleicht lassen Sie mich kurz weiterreden, ist mir noch einmal eines ganz wichtig zu betonen. Auch der Schulleiter hat noch einmal sehr ausdrücklich gegenüber der Presse erklärt, dass die Beamten vor Ort großes Fingerspitzengefühl bewiesen haben. Und das sollte auch noch einmal hier hinterlegt werden, dass das sicherlich sehr einfühlsam trotz der Schwierigkeit der Situation abgelaufen ist. Eine Abschiebung wird immer Emotionen hervorrufen, immer. Weil am Schluss werden doch diese Menschen aus dem Alltag herausgerissen und auch aus einem Umfeld. Und das ist aus meiner Sicht auch unabhängig davon, ob sie mehrere Monate oder auch Jahre hier in Deutschland sind. Es gibt einen Alltag, und es gibt ein Umfeld, und es gibt vor allem auch Hoffnungen. Hoffnungen, die oftmals auch Schlepperbanden geweckt haben. Und es ist ein Rieseneinschnitt in das Leben dieser Menschen. Es ist aber auch ein Einschnitt, egal wann er und wo er erfolgt. Und im vorliegenden Fall, Staatsminister Beuth hat das eben noch einmal ausgeführt, wurde ja versucht, morgens um 6.15 Uhr die Familie zurückzuführen. Man hat sie leider in der Unterkunft nicht angetroffen. Aber diese Uhrzeit belegt ja auch, dass die Behörde alles daran gesetzt hat, dass eben keine Abschiebung aus der Schule heraus erfolgen sollte. Das ist auch das Ziel, das wir weiterhin verfolgen sollten. Und der Minister hat ja auch eben ausgeführt, es ist ein Einzelfall. Am Ende muss aber eben auch klar sein, wenn wir den Menschen, die dringend unsere Hilfe benötigen, also Menschen, die um Leib und Leben fürchten, effektiv helfen wollen, dann gehört zur Wahrheit eben auch, dass wir Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, zurückführen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Öztürk. Liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister Beuth, auch ich möchte mich bedanken dafür, dass Sie sich quasi zur Aufklärung des Sachverhaltes hier zur Verfügung gestellt haben. Deswegen habe ich mich aber auch sehr über den Antrag der Koalitionsfraktion gewundert, weil Sie wissen anscheinend mehr und konnten schon zum Sachverhalt mehr sagen als wir. Und ich möchte nur sagen, also mit den Krokodilstränchen und mit dem Bedauern lasse ich Sie hier nicht aus der Pflicht, weil das, was nämlich hier passiert ist, meine Damen und Herren, das ist
ein skandalöser Höhepunkt der Abschiebepraxis hier in Hessen, Schwarz-Grün, seit der Verabschiedung der sicheren Herkunftsstaaten, was die Westbalkanstaaten betrifft, was von vielen seit Monaten beklagt wird. Jetzt hat es noch einmal einen Höhepunkt erreicht, dass nämlich eine 16-Jährige eben aus der Schule heraus, das brauchen wir nicht schönreden, die Behörden haben das super gemacht, die Polizeibeamten haben das sehr sensibel gemacht, aber trotzdem mussten sie Instrument dieser unmenschlichen Abschiebepraxis werden. Und das ist nicht in Ordnung, meine Damen und Herren, weil wir hatten einmal einen Konsens hier in diesem Haus. Und der Konsens ging nämlich dahin, dass junge Menschen, die geduldet werden, wenn sie in der Schule sind, wenn sie eine Schulbildung haben oder eine Ausbildung haben, dass wir das abwarten. Denn es gibt inlandsbezogene Abschiebehindernisse, die gehören mit zu einem Gesetz dazu, meine Damen und Herren. Die werden hier außer Acht gelassen, leider. Leider werden sie hier außer Acht gelassen. Wir waren auch so weit, dass wir illegalisierte Kinder beschult haben. Was sind denn illegalisierte Kinder? Das sind Kinder ohne Ausweispapiere, das sind Kinder ohne Aufenthaltsstatus, das sind eigentlich vollziehbar ausreisepflichtige Kinder. Wir waren aber einmal gemeinsam der Meinung mit der FDP zusammen, dass wir sie beschulen und dass wir die Schule und die Beschulung ihnen zugestehen, weil Bildung ist ein Menschenrecht, meine Damen und Herren. Das hört mit 16 Jahren bei einer Schülerin in der Schule nicht auf, meine Damen und Herren. Und deswegen haben sie einen Konsens aufgekündigt, den wir in den letzten Jahren hatten. Und ich sage Ihnen noch eins. Es wird von vielen Menschenrechtsorganisationen in den letzten 6 Monaten ganz dramatische Abschiebefälle berichtet, dass seitdem die sicheren Herkunftsstaaten verabschiedet worden sind, hier in Hessen ohne Rücksichtnahme auf Krankheit, auf Operationstermine, auf beschulte Kinder, dass Menschen aus dem Westbalkan, wenn sie nicht freiwillig ausreisen, da wird sehr viel Druck gemacht, dass sie freiwillig ausreisen, und wenn sie nicht freiwillig ausreisen, wird gnadenlos abgeschoben. Erst über Calden, jetzt über Frankfurt. Das ist nicht in Ordnung. Kommen Sie zurück, wenn Sie eine humane Flüchtlingspolitik machen wollen, und hören Sie auf mit dieser Doppelmoral. Das ist die Konsequenz, die Sie tragen müssen, wenn Sie im Bundesrat solchen Gesetzen wie Asylverschärfungspaketen und solchen sicheren Herkunftsstaatenerweiterungen zustimmen. Deswegen lassen wir Sie nicht aus der Pflicht. Und wir fordern mit den LINKEN zusammen und auch die SPD wahrscheinlich, dass so eine Art der Abschiebepraxis ausgesetzt wird. Das hat nichts mit einer Kollegin Öztürk, kommen Sie bitte zum Schluss. Rechtlich konformen Abschiebepraxis zu tun. Ich bin dagegen, und damit können Sie aufhören. Frau Hinz, Sie können ja nach vorne kommen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Politisch Verfolgte genießen in unserem Land Asyl. Und wir prüfen bei jedem Mensch, der zu uns ins Land kommt, ob dieser Anspruch auf Asyl gewährleistet ist. Und wenn er gewährleistet ist, dann helfen wir diesen Menschen mit erheblichen Anstrengungen, hier in unserem Land eine neue Heimat zu finden. Es gibt aber auch Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, aus individuell sehr verständlichen Gründen, die kein Anrecht auf Asyl haben und die deshalb unser Land wieder verlassen müssen. Das ist Recht und Gesetz, dass sie unser Land wieder verlassen müssen. Es ist dennoch immer ein menschliches Schicksal und eine schwere Entscheidung. Und deshalb ist es das Bemühen der Behörden, diese Ausreise so erträglich wie möglich für diese Menschen zu gestalten. Deshalb hat die freiwillige Rückkehr, die geplante Rückkehr, wo man sich darauf einstellen kann, wo man Abschied nehmen kann, absolute Priorität vor Zwangsmaßnahmen. Deshalb ist die Abschiebung das allerletzte Mittel, um Recht und Gesetz durchzuführen. Und natürlich ist das belastend, eine solche Abschiebung, eine Zwangsmaßnahme, und sie ist besonders belastend, wenn Kinder und Jugendliche betroffen sind. Kinder und Jugendliche betroffen, entweder weil sie selbst abgeschoben werden oder weil ihre Freundinnen und Freunde, die sie gewonnen haben, hier bei uns diese Abschiebung mehr oder minder direkt mitbekommen. Das ist eine belastende Situation. Das macht sich niemand leicht. Und da geht auch kein Polizeibeamter, keine Polizeibeamtin leichtfertig damit um.
Und deshalb bedauern wir, dass es zu einem Polizeieinsatz zur Durchführung einer Abschiebung an einer Schule gekommen ist. Ja, Schule ist ein sensibler Raum. Eine Schule ist ein Raum mit besonderem Schutz. Und deshalb wurde auch in diesem Einzelfall von den Beamtinnen und Beamten besonders sensibel vorgegangen. Meine Damen und Herren, wir werden weiter alles dafür tun, dass Abschiebungen aus Schulen nicht notwendig werden, dass diese Maßnahme nicht ergriffen wird. Und wir werden weiter, deshalb werden wir uns weiter gemeinsam mit den zuständigen Behörden dafür einsetzen, dass wir Abschiebungen so sensibel und so erträglich durchführen, wie auch immer das geht. Aber sie bleiben immer ein schweres menschliches Schicksal. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Wissler, 36 Sekunden Redezeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn man eine Schülerin aus der Schule, ja, aus dem Unterricht holt, um sie abzuschieben, dann zerstört man damit auch das Vertrauen zwischen Flüchtlingen und staatlichen Institutionen, und man sorgt dafür, dass viele Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus ihre Kinder zukünftig nicht mehr in die Schule schicken werden oder sie mit Angst in die Schule schicken werden, weil sie befürchten, dass Kinder dort abgefangen und abgeschoben werden. Und deswegen finde ich, dass eine Schule natürlich doch ein Ort sein muss, an dem sich alle Kinder, alle Jugendlichen sicher fühlen müssen und da sie keine Angst haben dürfen, dass ihnen an diesem Ort etwas passiert. Und deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass der Kultusminister heute deutlich gemacht hätte, dass er sich schützend vor alle Schülerinnen und Schüler stellt, dass er sich dafür verwirkt, dass so etwas nicht mehr vorkommt in Hessen. Ich halte das für eine wirkliche Schande, was da vorgestern passiert ist. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Roth für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt tatsächlich Themen, über die lässt sich leichter reden. Ich will nach dem vielen, was gesagt worden ist, schon noch einmal versuchen, zwei Dinge scharf auseinanderzuhalten. Es geht zum Ersten um ein abgeschlossenes Asylverfahren. Es geht um ein abgeschlossenes Asylfolgeverfahren. Ein Petitionsverfahren hat es nicht gegeben und folglich auch kein Härtefallverfahren. Damit hat die Entscheidung, die getroffen war, Rechtskraft. Die Menschen reisen dann freiwillig aus oder werden abgeschoben. Das haben wir hundertfach, ja tausendfach in unserem Land. Damit ist die eigentliche Frage, der erste Teil, glaube ich, formal exakt beschrieben. Um den geht es aber auch nicht. Den hat kein Mensch kritisiert. Und dauernd in den zweiten Teil, um den es jetzt geht es um den Vollzug der Abschiebung. Und dabei dauernd das erste Verfahren reinzunehmen, ist nicht in Ordnung. Ich will, und das habe ich nicht getan und werde ich nicht tun, ich will heute Abend noch mit Anstand nach Hause kommen, keine Polizei kritisieren. Ich will es deutlich machen. Ich will es aber auch nicht auf die Schulsekretärin abladen. Den Versuch gab es gestern. Herr Minister, Sie haben eben dankenswerterweise das Verfahren endlich erklärt. Ich hätte mich gestern darüber gefreut.
Nein, nein. Zuhören. Ich las gestern in einer Meldung aus dem Regierungspräsidium Darmstadt, von dem wurde bisher nicht gesprochen, die Gesamtorganisation dieser Abschiebung lag beim Regierungspräsidium in Gießen. Die haben diese Abschiebung organisiert. Aber die beiden Personen, um die es jetzt geht, die sind vom Regierungspräsidium Darmstadt in deren Zuständigkeit zugeführt worden. Die anderen 14 saßen im Bus. Über die redet kein Mensch. Kein Problem, ist gut gelaufen. Und angesichts dieser Situation ist ein Satz aus dem RP in Darmstadt geradezu zynisch. Das ist vom Umstand her unglücklich gelaufen. Die Flüge waren aber schon gebucht. Wie oft haben wir die Situation in den Abschiebeverfahren, dass Flüge gebucht sind und es kommt dennoch nicht zur Abschiebung, weil im Prozess, im Verlauf irgendetwas passiert ist? Dann muss man damit in einer anderen Weise sensibel umgehen. Ein zweiter Punkt in dem konkreten Verfahren. Ich lese von der Polizei, kann ich gut nachvollziehen, die sind untergetaucht. Und im nächsten Satz heißt es, die 16-jährige Schülerin wurde in der Schule vorgefunden. Was ist das denn für eine Vorstellung von Schule, wenn dort Menschen untertauchen? Ich will angesichts der politischen Situation um Flüchtlinge sagen, wir haben bisher über eine Abschiebung aus der Schule heraus nicht gesprochen. Da gab es keinen Anlass zu. Und uns ist es wichtig, diesmal darüber zu reden, dass es diesen Anlass nie wieder geben wird. Wer ins Netz schaut, wir hatten heute eine andere Debatte, wer ins Netz schaut, kann lesen, dass die eine Gruppe, die am liebsten alles abschieben würde, fröhliche Urstände feiert. Kollege Roth, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Und dass die anderen, die gar keine Abschiebungen wollen, auf einmal Oberwasser haben. Das kriegen wir nicht geregelt, wenn wir in solchen Situationen, die ja allesamt sagen, das ist misslich, das ist schwierig, da müssen wir alles dran setzen, dass es dazu nicht kommt. Und womöglich noch intern klären, warum es im vorliegenden Fall dazu gekommen ist. Es liegen zwei Anträge vor. Dem der Koalition werden wir uns enthalten, weil er zum konkreten Fall nichts sagt. Wir werden dem Antrag der LINKEN und von Frau Öztürk zustimmen, weil er diesen einen Fall an der Schule regelt. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Wir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Herr Kollege Schaus zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, wir beantragen, über unseren dringlichen Entschließungsantrag namentlich abzustimmen. So, namentliche Abstimmung ist beantragt, Kolleginnen und Kollegen, und wir werden sofort in die Abstimmung eintreten. Tarek war auch entschuldigt. Alex Ulrike. Was? Ja. Tarek Al-Wazir ist entschuldigt. Dr. Walter Arnold. Lena Arnold, Bächle-Scholz, Sabine, Banzer Jürgen, Bartel Dr. Ralf Norbert, Bart Elke,
Bauer Alexander. Bär Nicola. Holger Bellino. Peter Beuth. Markus Bocklet. Michael Boddenberg. Volker Bouffier entschuldigt. Ulrich Kasper. Wolfgang Decker. Christoph Degen. Corrado De Benedetto. Klaus Dietz. Angela Dorn. Tobias Eckert, ja. Sigrid Erfurt. Nancy Faeser entschuldigt. Gabriele Faulhaber. Martina Feldmeier. Uwe Frankenberger. Dieter Franz entschuldigt. Jürgen Frömmrich. Kerstin Geis. Lisa Gnadl. Eva Goldbach. Wolfgang Greilich. Timon Kremetz. Stefan Grüger. Gernot Grumbach. Stefan Grüttner. Nicht da, entschuldigt. Heike Habermann. Ja. Herr Hahn ist entschuldigt. Ursula Hamann. Karin Hartmann. Ja. Christian Heinz. Nein. Heike Hofmann. Ja. Andreas Hofmeister. Nein. Brigitte Hofmeier. Fehlt. Rüdiger Holtschuh. Hartmut Honka. Nein. Hans-Jürgen Irmer. Nein. Norbert Kartmann. Nein. Heiko Kasseckert. Nein. Frank-Peter Kaufmann. Nein. Irmgard Klaff-Isselmann. Nein. Horst Klee. Nein. Hugo Klein. Nein. Kai Klose. Nein. Eva Kühne-Hörmann. Fehlt. Gerald Kummer. Ja. Dirk Landau. Nein. Judith Lannert. Nein. Jürgen Lenders. Nein. Angelika Löber. Fehlt. Frank Lorz. Nein. Heinz Lotz. Ja. Daniel May. Gerhard Merz, ja. Meißner entschuldigt. Klaus-Peter Möller, nein. Karin Müller, nein. Regine Müller, ja. Petra Müller-Klepper, entschuldigt. Willi van Ooyen, ja. Handan Özgüven, ja. Mürvit Öztürk, ja. Manfred Pehns, ja. Fehlt. Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, nein. Clemens Reif, nein. Florian Rentsch, nein. Michael Reul, nein. Boris Rhein, nein. René Rock, nein. Ernst Ewald Roth, nein. Günther Rudolph, ja. Dr. Thomas Schäfer, nein. Thorsten Schäfer-Gümbel, Hermann Schaus, ja. Norbert Schmidt, ja. Mariana Schott, ja. Armin Schwarz, nein. Uwe Serke, nein. Michael Siebel, ja. Dr. Daniela Sommer, ja. Peter Stephan, nein. Ismail Tippi, nein. Tobias Utter, nein. Joachim Feilmann, Matthias Wagner, nein. Astrid Wallmann, Thorsten Warnecke. Ja. Marius Weiß, ja. Kurt Wiegel, nein. Bettina Wiesmann, nein. Dr. Ulrich Wilken,
Axel Wintermeyer ist entschuldigt. Janine Wissler, Karin Wolf, Andrea Ypsilanti, Türgut Yüksel. Ah, Al-Wazir ist jetzt da. Tarek Al-Wazir? So, hatten alle Gelegenheit abzustimmen? Das ist der Fall. Dann zählen wir jetzt aus. Gut, dass wir uns hier heute sehen. Gut, okay. Kolleginnen und Kollegen, wir haben das Ergebnis der Abstimmung über Drucksache 19/4118 aus 19 Tagesordnungspunkt 19/4121 aus 19 Tagesordnungspunkt 48. Abgestimmt haben 103 Abgeordnete, davon 38 mit Ja. 93, Entschuldigung, ja, ich muss da auch hinschreiben, haben 93 Abgeordnete, davon 38 mit Ja und 55 mit Nein. Damit ist der Antrag abgelehnt. Kolleginnen und Kollegen, wir haben noch abzustimmen über Tagesordnungspunkt 50, Drucksache 19/4130 aus 19. Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ihn ablehnt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktion, ist die Fraktion der LINKEN und die Abg. Öztürk. Enthaltungen ist die Fraktion der SPD. Damit ist dieser Antrag angenommen. Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende der Tagesordnung und haben nur noch zu bereinigen, was zu bereinigen ist. Also 11, 12, 13, 14, 15, 17, alles geht noch weiter, 18 und 36, alles in das nächste Plenum. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und schließe die Sitzung.